So, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Computermuseum der Fachhochschule Kiel, hätte ich beinahe gesagt. Wir machen den Vortrag natürlich nicht im Museum, sondern hier. Hier ist mehr Platz. Mein Name ist Markus Schack. Ich bin der Leiter des Zentrums für Kultur- und Wissenschaftskommunikation und damit auch des Computermuseums der Fachhochschule Kiel. Es tut mir leid, dass wir ein bisschen darauf achten mussten, dass wir die ganzen Corona-Vorgaben einhalten. Eine positive Nachricht habe ich für Sie, Sie dürfen die Maske abnehmen. Solange Sie an Ihrem Platz sitzen, dürfen Sie die Maske abnehmen. Sie müssen sie nur aufsetzen, wenn Sie sich nachher hier im Saal bewegen. Und soweit ich das gesehen habe, ist das auch nur noch bis nächsten Montag der Fall. Dann ist nämlich die neue Corona-Landesverordnung in Kraft. Da müssen wir uns bei GGG immer noch überprüfen. Aber man muss nicht mehr unbedingt eine Maske tragen. Umso mehr freut es mich, dass wir trotz Corona es geschafft haben, wieder einen interessanten Vortrag hier im Computermuseum beziehungsweise in der Fachhochschule jetzt im Rahmen der digitalen Woche sogar zu haben, und zwar von Manno. Manno ist Student bei uns und hat im Rahmen dessen, dass er hier studiert, ganz viele tolle Sachen gemacht. Unter anderem hat er auch eine Anwendung gemacht in Kooperation mit dem Förderverein des Computermuseums. Und da freut es mich auch, dass der Vorsitzende des Fördervereins Wolfgang Görig heute auch hier ist. Und mit der geht es ja in unserem Computermuseum um Dinge, die wir da nicht mehr ausstellen konnten. Wir wissen ja, dass wir zum Beispiel auch gerne eine Crader reingestellt hätten, aber das ist rein platzmäßig hier drin. Und sogar bei der PDP-10 mussten wir uns ja stark beschränken und durften nicht alles da reinstellen, was da drin war. Aber Manno hat es möglich gemacht, dass wir trotzdem eine Crader drin haben und noch andere tolle Supercomputer. Das hat er virtuell gemacht. Wie er das gemacht hat, das wird er jetzt uns hier erläutern. Also Bühne frei für Manno. Ja, vielen Dank, lieber Markus, und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite in die Runde und natürlich auch an alle, die per Stream dabei sind. Und ja, mein Name ist Manfred Lutzeweit und ich habe, wie Markus schon so angeteasert hat, eine Anwendung erstellt in meinem Bachelorstudium, eine Virtual Reality Anwendung. Und ja, da wird es halt um virtuelle Realitäten gehen, offensichtlich um zwei Supercomputer, die man sich dort anschauen kann. Und ich hoffe, dass das Ganze so ein bisschen Inspiration geben kann, zum einen, wie man sowas eben ergänzend für so ein Museum einsetzen kann. Wir haben ja im Computermuseum Kiel eine VR-Station, wo man eben meine Anwendung oder andere Studienanwendungen ausprobieren kann. Dazu aber später noch mehr. Und ja, ich hoffe, dass ich auch ein bisschen was erzählen kann, mit was für Hürden das Ganze so ein bisschen verbunden ist, weil so eine Entwicklung ist immer nicht so ganz leicht, aber zu den Rahmenbedingungen, was da wie und wieso, dazu kommen wir dann noch, wenn es soweit ist. Mal gucken, der Pointer funktioniert. Erstmal noch ein paar Worte zu meiner Person, damit Sie wissen, wer hier vor Ihnen steht. Den Namen haben wir im Prinzip schon abgehakt. Falls Ihnen jemals der Name Manno entgegenfliegen sollte, unter dem kennt man mich in der Regel, könnte demnächst mit etwas Glück sogar offiziell werden. Deswegen erwähne ich Sie nochmal extra, aber das ist Stoff für einen anderen Vortrag. Und ja, ich bin Baujahr 85. In einem früheren Leben war ich ausgebildeter Mediengestalter im Bereich Digitaldruck und Unterfachrichtung Medientechnik, jede Menge Wörter. Und ich habe halt irgendwann beschlossen, meinem Leben nochmal so frischen Wind zu geben. Und ja, dieser frische Wind, der nennt sich Multimedia Production. Das ist der Bachelor, den ich hier an der FH Mitte diesen Jahres abgeschlossen habe. Und ja, wer hätte es gedacht, ich bin immer noch Student hier an der FH und studiere jetzt im Master Medienkonzeption, war jetzt irgendwie so vorübergehend beides ein bisschen gleichzeitig, Thesis und Master, aber jetzt ab diesem Semester, also tatsächlich nächste Woche, geht es dann richtig los in Präsenz. Ich freue mich sehr, endlich wieder richtig studieren mit Menschen, sehr angenehm. Und ja, zudem bin ich noch Doppelhibi, wenn man so will, zum einen eben für das Zentrum für Kultur- und Wissenschaftskommunikation, den Leiter haben Sie eben kennengelernt, Herrn Schack, also kurz ZKW. Und zudem bin ich hier wie im interdisziplinären Labor für Immersionsforschung, kurz LINK, auch hier auf dem Campus. Und ja, man merkt ja schon so ein bisschen Kultur und Immersion, das kommt irgendwie nachher so ein bisschen alles in die Anwendung mit rein. Und ja, ich bin grundsätzlich ein Freund von Strukturen und Übersichten. Und eine dieser Übersichten habe ich hier mal mitgebracht. Den Gastgeber haben wir schon mal abgehakt. Und erstmal grundsätzlich, es wird immer Slots geben für Fragen, also falls irgendwie Fragen aufploppen, dann gerne sammeln und ich stelle dann immer mal wieder ja, so die Frage in die Runde, ob Sie Fragen haben und dann klären wir das Ganze. Wir werden auch wahrscheinlich die anderthalb Stunden nicht komplett brauchen, je nachdem wie viele Fragen sind, also wir haben auf jeden Fall Luft. Und ja, Nummer zwei wird dann gleich erstmal sein,
Virtual Reality, da möchte ich auf jeden Fall nochmal auf Nummer sicher gehen, dass alle wissen, wovon ich da rede. Deswegen nochmal so ein ganz kurzer Abriss, was denn das überhaupt bedeutet. Dann geht es nochmal um die Projektvorgaben, damit Sie so ein bisschen nachvollziehen können, warum habe ich da überhaupt irgendwas gemacht. Also für Studium ist klar, aber was waren da so die Rahmenbedingungen? Dann gibt es einen kleinen Exkurs über Supercomputer. Erstmal, was denn das so bedeutet. Ich habe so den Verdacht, dass ein paar hier das schon wissen. Aber das ist okay, das können wir nochmal so kurz für alle und auch für diejenigen, die am Stream dabei sind, wiederholen. Und ich werde die beiden Supercomputer, um die es hier in meiner Anwendung geht, nochmal separat vorstellen. Ich nehme das hier in dem Fall ein bisschen vorweg, weil wir nachher in der Anwendung, wenn wir die dann in Bewegtbild zu sehen bekommen, da werde ich, oder ist es ein bisschen anstrengend, da irgendwie alles mitzulesen und so weiter. Von daher nehme ich das hier vorweg und dann kann man später vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, warum ich da was wie mit in die Anwendung mit reingenommen habe. Und zu guter Letzt, denn das, wo es dann nachher so richtig spannend wird, da geht es dann nachher um das Projekt. Da geht es dann nochmal ganz kurz darum, womit ich das erstellt habe und was so ein bisschen dahinter steht. Und dann wird es nachher auch noch Bewegtmaterial geben. Und ja, erstmal bis hierhin zu Strukturfragen, bevor ich weitermache. Wahrscheinlich noch nicht. Großartig. Ja, Virtual Reality, das ist hier an der FH so ein bisschen mein Ding, auch durch das Labor für Immersionsforschung habe ich in meinem Studium viel mit Virtual Reality zu tun gehabt und auch Augmented Reality, aber darum geht es heute nicht. Ja, VR an sich soll schon reichen. Und hier sind jetzt mal Sie gefragt, wer von Ihnen hatte denn noch nie eine Virtual Reality Brille auf oder ein Headset? Da haben wir einen, das ist sehr gut. Das ist ja super, dass ich auf jeden Fall dieses kleine Mini-Kapitel hier mit reingenommen habe, dass wir nochmal drüber sprechen. So viel vorweg, mein Vortrag kann nicht ganz ersetzen, dass man sich so eine Brille aufsetzt. Also man sagt immer, man muss es selber so ein bisschen erleben, aber wir können auf jeden Fall nochmal darüber sprechen. Und als ich diesen Vortrag zusammengestellt habe, habe ich so ein bisschen recherchiert und mal geguckt, was es da so für Produktbilder gibt irgendwie im Internet. Und das ja, war ein bisschen schockierend. Also fast alles, was ich da gefunden habe, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Ich habe hier mal so ein negatives Beispiel, so ein kleines Mahnmal mitgebracht. Ich weiß nicht, wenn ich so ein Bild sehe, dann ploppen da ganz viele Fragen auf. Warum hat die junge Dame da irgendwie Popcorn? Warum schmeißt sie damit um sich? Warum steht sie auf einer Wiese? Man weiß es irgendwie nicht. Das Schlimmste ist aber auch eigentlich, dass das, was sie da aufhat, keine VR-Brille ist, sondern das ist eins von diesen Dingern, wo sie ein Smartphone vorne reinstecken. Das ist halt nicht so richtig VR, das ist mir so ein bisschen hingemogelt. Ja, fand ich irgendwie ganz amüsant, also nicht von diesen Bildern irgendwie täuschen lassen. Eine richtige VR-Brille habe ich aber trotzdem mal in Bildform mitgebracht, denn das ist die, die auch aktuell im Computermuseum im Einsatz ist. Das ist halt eine Vive Pro von der Firma HTC. Und ja, bei einer VR-Brille ist es eigentlich immer sehr ähnlich. Das Ding in der Mitte, das ist halt der Klotz, den Sie sich vor das Gesicht schnallen. Hier in dem Fall mit der Seite, die nach außen zeigt. Vorne kann man auch noch so zwei Kameras erkennen, damit die Brille halt ihre Umgebung erfassen kann. Links und rechts haben wir diese Stäbe, das sind halt in dem Fall die Controller. Kann man jetzt sagen, bei der Brille nicht so ganz ergonomisch, aber ja, sie tun, was sie sollen. Und dann noch diese zwei komischen schwarzen Kästchen, das nennt sich Lighthouses, die werden einfach fest im Raum installiert und da ist ein rotierender Infrarotlaser drin und der ist für die Brille da, damit sich die Brille im Raum orientieren kann, damit sie immer weiß, in welcher Lage sie den Kopf halten, wo sie hingucken und so weiter. Und die Brille erkennt mit ihren Kameras auch, wo sie die Controller halten, ja, damit auch klar ist, wo ist der Controller, in welcher Lage ist er und so weiter, damit das nachher in die virtuelle Realität übertragen werden kann, die sie denn da durch die Brille präsentiert bekommen. Noch ein zweites Beispiel, das ist meine eigene Brille, mit der ich hauptsächlich hier entwickelt habe. Also dank Corona habe ich auch viel zu Hause entwickelt, weil dann kommt man halt keinen anderen Menschen in die Quere. Gleiches Prinzip eigentlich fast, sind halt Kameras dabei. Die Brille erkennt in dem Fall hier komplett von sich aus ihren Raum sozusagen und weiß immer, wo sie sich befindet. Und die braucht hier keine schwarzen Kästchen. Was ganz praktisch ist, das macht die Einrichtung halt ein bisschen angenehmer. Und hier wird es nochmal so ein bisschen interessanter. So sieht denn das Ding aus, was sie sich da vor das Gesicht schneiden. Im Prinzip zwei hochaufgelöste Monitore hinter Linsen. Und wichtig ist hier, dass sie halt ein stereoskopisches Bild präsentiert bekommen, weil wir ja nun mal so schauen. Wir haben ja immer so zwei leicht unterschiedliche Blickwinkel und unser Gehirn kann das dann schön dreidimensional rausrechnen und das brauchen sie dann auch in der virtuellen Realität. Und ja, nochmal so ganz kurz zusammengefasst. Das erste ist so ein kleiner Nachteil. Durch die Brille wird man natürlich immer ein bisschen von der realen Außenwelt abgeschirmt, weil sie haben ja nun mal dieses Ding vorm Gesicht, dann können sie erstmal nicht mehr viel sehen. Und ja, das stereoskopische Bild hatte ich schon vorweggenommen. Die Brille wird irgendwie immer im Raum getrackt und weiß immer, wo sie hinschaut, in welcher Lage sie sich befindet.
Grundsätzlich kann man sagen, es gibt Headsets, die müssen an einen Computer angeschlossen werden. Der darf dann auch gerne ein bisschen mehr Leistung haben. Es gibt aber mittlerweile auch einige, die autark funktionieren, die dann quasi einen Minicomputer drin haben. Ist dann natürlich ein bisschen kostengünstiger, weil sie sich keinen teuren PC anschaffen müssen. Und was ich persönlich ganz faszinierend finde bei virtuellen Realitäten, dass man sich eigentlich immer an zwei Orten zugleich befindet. Zum einen natürlich im realen Raum. Wenn ich mir so ein Ding hier aufsetze, bin ich ja trotzdem im Hörsaal, ich bin ja nicht weg. Und dann natürlich eben an dem Ort, wo der Entwickler, die Entwicklerin sie dann dahin haben will. Und wie so eine alternative Realität dann aussieht, das sehen wir nachher dann in meiner Anwendung. Und deswegen nochmal zusammengefasst zu der Frage, warum werde ich nachher das Projekt hier nicht live präsentieren? Wie Sie sehen, sehen Sie keine VR-Brille. Ich habe mich halt dazu entschlossen, weil ich mich dann von Ihnen so ein bisschen abkapseln würde. Das heißt, ich könnte Sie nicht mehr sehen, das ist ein bisschen doof. Könnte technische Schwierigkeiten geben, wie auch immer. Das ist halt so ein bisschen unpraktisch. Ich habe jetzt den Weg gewählt, dass ich die Anwendung bei mir zu Hause aufgenommen habe, ganz in Ruhe. Und das heißt, wir werden nachher dann quasi 2D-Video davon sehen. Hat aber auch den Vorteil, dass ich schon vorher weiß, wie ich mich bewege. Das heißt, ich weiß auch, was ich dazu sagen kann. Denn wenn man sowas aufnimmt, man realisiert immer gar nicht, wie schnell man mit dem Kopf hin und her wackelt. Und wenn Sie hier live zuschauen, dann bin ich vielleicht aufgeregt oder so. Dann würde ich, glaube ich, schlecht werden und dann ist der Vortrag ganz schnell vorbei. Das wäre nicht so gut. Von daher, ja, Fragen zu VR. Unklarheiten. Ja, man kann wirklich sagen, man muss es mal aufgesetzt haben. Ah. Das ist eine gute Frage. Genau, hier war die Frage, was ist AR im Vergleich zu VR? Also VR, das hatten wir gerade. Und AR bedeutet Augmented Reality, bedeutet im Prinzip angereicherte Realität. Kennen Sie, wenn Sie mit einem Smartphone schon mal sowas wie Pokémon Go hatten? Das heißt, Sie haben Ihr Videobild durch das Handy, Sie bekommen die Realität gefilmt und dann werden halt zum Beispiel virtuelle Pokémon reinprojiziert in die Realität. Das ist eine Form der Augmented Reality. Ein bisschen technisch interessant, da habe ich jetzt kein Bildmaterial zu, wäre zum Beispiel die Microsoft HoloLens. Das ist eine Brille von Microsoft, die mittlerweile in der zweiten Version rausgekommen ist. Ist mehr so für die Industrie gedacht, kostet fast 4.000 Euro. Und im Prinzip schauen Sie dadurch durchsichtige Gläser. Sie können also alles immer hier live mitverfolgen. Und in diese Gläser wird Ihnen Hologramme reinprojiziert. Und das heißt, Sie können theoretisch hier wirklich im Raum einen Würfel hinprojizieren. Sie können aus dem Raum rausgehen und wieder reingehen und er will immer noch da. Na, das ist so ein bisschen Augmented Reality. Muss mal gucken, wie das sich in Zukunft entwickelt. Also wenn man sowas nachher in solche Brillen reinbekommt, dann wird es spannend. Das wäre dann nachher so der Sprung, wo man von diesem Handy-Zombie-Modus, wie viele halt rumlaufen, nachher dann doch wieder den Kopf nach oben bewegen kann und trotzdem hier alles reinprojiziert bekommt. Aber naja, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ist auf jeden Fall auch ein spannender und riesiger Bereich. Und ja, soweit erstmal dazu. Zu den Projektvorgaben. Da werde ich nicht viel lange für brauchen, aber nur, dass Sie das einmal im Hintergrund wissen. Wie der lieber Markus schon erwähnt hat, das war eine Kooperation mit dem ZKW. Und in Bezug auf mein Studium war das mein Medienprojekt im Unternehmen, nennt sich das. Das ist das größte Modul, was wir haben im Bachelor. Das hat sich mittlerweile strukturell ein bisschen geändert, aber bei mir war es noch so ein Riesenblock mit 20 Credit Points. Das bedeutet übersetzt, dass da so 600 Zeitarbeitsstunden drinstecken sollen. Ich glaube, in meinem Fall waren es vielleicht 700 oder so, grob geschätzt. Und ja, das Ganze war ein praktisches Projekt. Darum geht es dann auch heute in erster Linie. Also das, was wir uns später anschauen. Zusätzlich war das begleitet mit einer Hausarbeit. Und da habe ich dann halt hergeleitet, warum ich da wie was gemacht habe, was da alles so an wissenschaftlichen Fakten irgendwie drin ist. Denn wenn ich irgendwem was beibringen möchte über VR, muss ich natürlich erstmal mir was beibringen. Dann muss ich meinem Prof schriftlich festhalten und beibringen, dass ich mir was beigebracht habe, damit dann auch alle zufrieden sind. Und ja, die Hausarbeit ist nachher auch ein bisschen ausgeartet. Die hat fast Bachelorlänge mit 90 Seiten. Keine Sorge, die müssen Sie heute nicht lesen. Heute geht es dann wirklich um das praktische Projekt, das ist ein bisschen spannender zum Zugucken. Und damit Sie hier einmal sehen können, wo das Ganze nachher stattfindet, die meisten von Ihnen hier persönlich kennen es wahrscheinlich, das ist das Foyer vom Computermuseum. Wenn man da so reinkommt, den Tresen sieht man. Und ja, vorne links befindet sich die Butterfly-Station, nennt sie die, oder VR-Station. Und davor können Sie dann im Prinzip diese Brille aufsetzen und eben entweder meine Anwendung oder diverse andere Studi-Anwendungen ausprobieren. Dieses bunte Panel da auf der linken Seite, das kann man auch noch aufklappen. Dann hat man da so eine weiße Innenfläche und der Beamer da drüber, der kann dann das Ganze nochmal in 2D drüber projizieren, dass dann alle nebenbei nochmal so mitgucken können. Kann natürlich immer nur einer gleichzeitig spielen. Und ja, das war so meine Vorgabe, dass ich dafür dann halt entwickle.
Und wo wir schon beim Computermuseum sind, hat immer am Wochenende geöffnet, 14 bis 18 Uhr. Und ich habe jetzt hier mal reingeschrieben, immer auf die Hygieneregeln achten. Jetzt hatten wir natürlich immer lange Zeit geschlossen, dann war wieder offen, geschlossen und so weiter. Von daher habe ich jetzt hier mal nicht reingeschrieben, Sie können auf jeden Fall die VR-Station benutzen. Bisher war das nicht der Fall, weil das ziemlich schwer ist, so eine Brille zu desinfizieren. Aber wenn das jetzt weitergeht mit 3G und was nicht alles, dann sieht das ganz gut aus. Aber deswegen immer lieber, falls Sie vorhaben, das Computermuseum zu besuchen, dann lieber nochmal reinschauen. Und ja, bis hierhin Fragen. Projektvorgaben war noch nicht so. Ja gut, dann Supercomputer. Vielleicht einen Schluck Wasser zwischendurch. Ja, bei Supercomputern ist natürlich immer die Frage, was ist denn das eigentlich? Also klingt da irgendwie toll und schnell. Aber ja, was bedeutet das eigentlich? Eine Beschreibung fand ich eigentlich sehr treffend, weil sie irgendwie so schön trocken ist. Ein Supercomputer ist schlicht und einfach einer der schnellsten Rechner der Welt. Hätte man sich fast denken können. Aber wenn ich die beiden vorstelle, nachher durch meine Anwendung wird das ein bisschen deutlicher. Im Prinzip kann man sagen, wenn ein Supercomputer in der Geschichte der Supercomputer einmal so bezeichnet wurde, dann würde man ihn auch heute noch so nennen, auch wenn er aus heutiger Sicht viel langsamer wäre. Einfach weil das so der Status ist. Man kann aber sagen, es ist ein alter Supercomputer. Wir werden nachher dann sehen, wie sich Supercomputer entwickelt haben. Denn die beiden Modelle, die ich mir da rausgesucht habe, ist zum einen die Cray 1, die hatte der liebe Markus ja auch schon angeteasert, wurde zunächst veröffentlicht 1976. Ein paar Daten gibt es dazu gleich auch noch. Im Prinzip ist die Cray 1 so mein Anker eben in das Computermuseum, weil das auch ein Gerät wäre, was man da eigentlich schön hinstellen könnte, wenn man das dann da hochgehievt bekommt, weil das Ding ziemlich schwer war. Also der Aufbau ist ganz schöner Akt. Aber thematisch geht es ja in einem Computermuseum natürlich eben um ältere Computertechnik und deswegen würde sowas da eigentlich wunderbar reinpassen. Und deswegen war das eben so ein bisschen meine Wahl, dass das da einfach thematisch so ein bisschen mit reinpasst. Und der zweite Kandidat, das ist Summit, wurde 2018 installiert, war zu dem Zeitpunkt der schnellste Supercomputer der Welt. Mittlerweile Platz 2, glaube ich. Ich glaube, China liegt aktuell wieder vorn. Nächstes Jahr wird es dann bestimmt Platz 3. Also das geht relativ schnell voran. Und ja, bei diesen beiden, wenn man die so ein bisschen gegenüberstellt, sieht man einfach, wie sich die Technik entwickelt hat. Und beziehungsweise bei Summit wird man dann auch relativ schnell feststellen, warum ich nicht noch mehr moderne Supercomputer reingenommen habe, weil wenn Sie da einen kennen, dann kennen Sie alle, weil die eigentlich sehr ähnlich aufgebaut sind. Aber dazu gleich mehr. Erstmal zu der Cray 1. Da habe ich mir so ein paar Sachen rausgesucht. Man sieht schon, das Ding sieht so ein bisschen eigen aus, aber ich finde das irgendwie ästhetisch ganz schick. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich für die Cray 1 entschieden habe. Also es war nicht der erste Supercomputer der Welt, da sagt man eher, das war die CDC 6600. Ein paar andere sind dann auch wieder anderer Meinung, aber man muss auch sagen, damals hat man die Dinge auch eher weniger Supercomputer genannt, sondern das kam dann erstmal im Laufe der Geschichte. Und ja, die Cray 1 76 ging es los. Weltweit wurden über 80 Stück verkauft. Ganz wichtig, man konnte sich verschiedene Designs aussuchen, also dieser Stoffbezug und die Paneele da konnte man sich Farben auswählen, das ist natürlich unglaublich wichtig bei sowas, aber ja, war eben eigenes Gerät. Und der eigentliche Computer, das ist so der innere Zylinder und außen so diese Sitzbank, da befindet sich die Kühlanlage drin. Und Einsatzgebiete, die ich so ein bisschen raus recherchieren konnte, waren zum Beispiel Crash-Test-Berechnungen in der Autoindustrie, also Volkswagen hatte zum Beispiel eine, oder Auswertung von Seismogrammen in der Erdölindustrie. Und wie sollte es anders sein? Das Militär hatte natürlich die erste in den USA. Da ging es dann, glaube ich, um atomare Explosionsberechnungen. Das ist ja leider oft so bei dem Militär. Die schnappen sich sowas gerne. Und kleiner Funfact am Rande, beziehungsweise im Rechenzentrum der Christian-Albrechts-Universität, da steht noch eine Cray XMP rum. Und ich habe mir die eben ja, zu Recherchezwecke angeguckt, weil die Cray XMP sieht fast so aus wie die Cray 1. Ist halt ein etwas weiterentwickelter Prototyp. Und ja, kann empfehlen, dass man sich das da mal vor Ort anschaut. Ich würde aber empfehlen, vorher das Rechenzentrum anzuschauen, bevor jetzt alle hinströmen. Und dann sollte man das lieber gar nicht. Aber das war auf jeden Fall eine ganz gute Gelegenheit, weil man sich dann mal so ein, ja, das Ding in Präsenz und wie das auf einen wirkt und wie groß es ist. Und das ganze Ding ist halt 2 Meter hoch, also ist schon recht mächtig. Und später werden wir auch noch sehen, das ist nicht komplett rund, sondern das hat mehr so eine Kuchenaussparung sozusagen. Also da könnte man im Prinzip auch in die Mitte reingehen. Ein paar mehr Daten habe ich auch noch, aber dann reicht das auch für die Cray 1. Also die erste kostet $8.8 Millionen und ja, 5,5 Tonnen bringt das Ding auf die Waage. Und man hat tatsächlich 30 Menschen benötigt, um das irgendwie da aufzubauen. Also schon
komprimiert und schwer. Und Hauptspeicher fand ich ganz witzig mit 8 Megabyte. Das wäre heute so ein MP3-Song. Hat sich dann doch ein bisschen weiterentwickelt. Und bei der Rechengeschwindigkeit wird es interessant. Dann haben wir hier sowas wie 133 Megaflops oder je nach Recherche 130 bis 160. Aber man fragt sich, was für ein Flop ist das? Also in Flops misst man im Prinzip so die reine Rechengeschwindigkeit. Ein Megaflop wäre jetzt in dem Fall 1 Million Fließkomma-Operationen pro Sekunde. Ist aber natürlich trotzdem immer noch sehr abstrakt. Also wie soll man sich das vorstellen? Das ist halt irgendwie so ein Wert, der mehr so zum Computer gehört als zum Menschen, würde ich von der Definition sagen. Deswegen musste ich mir natürlich dann überlegen, wie erkläre ich jemandem das, der dann nachher die VR-Brille aufhat. Ich habe es dann nachher mit Vergleichen gemacht. Aber was dabei rausgekommen ist, das sehen wir dann, wenn wir zu Summit weitergehen. Und man sieht schon, Summit sieht dann doch ein bisschen anders aus. Installiert 2018 und ist ein Einzelstück, steht in Tennessee, USA im Oak Ridge National Laboratory und besteht aus 256 Racks, das ist nichts anderes als diese schwarzen Serverschränke und da drin befinden sich quasi so Computerschubladen, die nennen sich Nodes und im Prinzip ist das Ding sehr modular aufgebaut, hat eine Wahnsinnsleistung, zu der wir gleich noch kommen. Oben drüber kann man schon erahnen, dass so was Gelbliches, das ist die massive Belüftungsanlage. Also man muss sagen, in dem Raum ist es unfassbar laut, also da würde man auch ohne Ohrenschützer eher weniger reingehen und Techniker oder Technikerin, die gehen da dann eher rein, wenn sie was machen müssen, nehmen dann vielleicht so eine Schublade da raus und gehen dann aber gleich wieder schnell raus und machen das dann in Ruhe. Aber eigentlich möchte man sich da eher weniger aufhalten. Und ja, das ganze Ding hat eine Leistungsaufnahme von 13 Megawatt, das ist schon ganz schön ordentlich. Muss mit 18.000 Liter Wasser pro Minute runtergekühlt werden. Und das Ganze bringt tatsächlich 340 Tonnen auf die Waage. Das ist so viel wie eine Passagiermaschine. Also schon ganz schönes Gewicht, was da zusammenkommt. Und braucht 2 Tennisfelder Platz. Das ist schon ein ganz schöner Brocken. 300 Kilometer Glasfaserkabel sind da drin insgesamt verlegt. Also wenn man mal bedenkt, mit dem Auto muss man schon ein bisschen fahren, bis man sich 300 Kilometer runterfährt. Und das alles so komprimiert in so einem Raum. Ist schon nicht schlecht. Ein klein bisschen mehr habe ich noch. Ja, die Rechenleistung, da wird es dann nochmal besonders spannend. Kommt auf 200 Petaflops. Dann denkt man sich, wird schon wieder so ein Flop. Man kann das halt hochskalieren. Ich habe mir hier schon keine Mühe mehr gemacht, irgendwelche Nullen dran zu schreiben, weil das irgendwie immer nur noch abstrakter wird. Besonders bei Summit fand ich es dann relevanter, dass man eben da ein bisschen gegenrechnet. Und ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, auszurechnen, zumindest auf dem Papier. Man würde tatsächlich über 110.000 PlayStation 4-Konsolen brauchen, um mit der Leistung gleichzuziehen. Und zudem habe ich mir von Samsung einen Galaxy S6, ich glaube, das kam 2015 raus, rausgesucht, weil da habe ich tatsächlich die Leistungsangaben für gefunden, wenn sie denn seitens Samsung stimmen. Und da bräuchte man tatsächlich 5,74 Milliarden Smartphones, damit das theoretisch gleichkommt. Man muss aber auch sagen, solche Vergleiche sind immer sehr mit Vorsicht zu genießen, weil das ist wirklich nur theoretisch auf dem Papier. Man müsste die Geräte auch alle miteinander verbinden. Die Geschwindigkeit dazwischen wäre relevant und das ist natürlich bei Smartphones oder PlayStation-Konsolen nicht gegeben. Aber man hat schon mal eine Vorstellung, dass es auf jeden Fall sehr schnell ist. Ich glaube, das kann man so festhalten. Und kleiner Funfact am Rande, es gibt tatsächlich, glaube ich, einen Supercomputer, der aus PlayStation 4-Konsolen besteht. Ich habe jetzt keine besonderen Infos zu, aber da habe ich mal von gelesen. Also man kann sowas auch tatsächlich machen, wenn man dann möchte. Aber das ist schon ein bisschen ausgefallener. Und jetzt auch die letzten Zahlen versprochen. Insgesamt kommt das Ding auf über 9000 Prozessoren mit über 200.000 Rechenkernen und 28.000 Grafikkarten knapp. Also schon einiges, was da zusammenkommt. Grundsätzlich kann man auch sagen, wenn man hier so die Bilder sieht, das war sehr schwer zu recherchieren, wie dieser Raum überhaupt aufgebaut ist, weil es gibt ein paar offizielle Produktbilder von dem aus Tennessee. Ich habe 3D-Modelle und so weiter angefragt, aber das wollen die natürlich alles lieber nicht so rausrücken. Alles ein bisschen geheim. Deswegen habe ich mir das wirklich mühsam aus dem Internet zusammen recherchiert. Also einmal offizielle Bilder, dann diverse YouTube-Videos, was aber auch nicht allzu viele sind. Und so ein paar andere Bilder, die dann irgendwo mal entstanden sind. Und dann habe ich mal so meine Schlüsse daraus gezogen. Und man sieht hier auch schon so rechts unten ist so eine kleine Grafik, die wieder aus einem ganz anderen Projekt stammt. Aber das ist im Prinzip so der Raumaufbau. Also die Grafik hat mir auch eigentlich ganz gut geholfen. Da kann man dann sehen, diese ganzen blauen Dinger, das sind halt alles diese Serverschränke. Und die stehen halt in einem gigantisch großen Raum. Und ja, so konnte man sich das dann irgendwie zurecht denken, wie das Ganze nachher auszusehen hat. Und das soll auch genügen für diesen Exkurs. Fragen zu den Supercomputern. Fragen. Keine Fragen, sehr gut.
Habe ich irgendwas richtig erklärt? Ja, dann wird es jetzt langsam ein bisschen spannender. Jetzt geht es erstmal zum Projekt. Und bevor es Bewegtmaterial gibt, erstmal, womit habe ich denn überhaupt entwickelt oder was steht so dahinter? Hauptsächlich entwickelt habe ich mit Unity, sagt Ihnen vielleicht nichts, ist eine Spiele-Engine oder Echtzeitentwicklungsumgebung. Ja, und damit kann sie ja tatsächlich Spiele entwickeln, nachher rausbringen, damit Geld verdienen, wenn sie das denn können. Ja, also viele bekannte Spiele, die wurden damit entwickelt. Programmiert wurde mit C#, falls Ihnen Programmiersprache nicht sagt. Also es wurde auf jeden Fall programmiert, weil irgendwas soll ja da passieren. Und da muss man nun mal leider ein bisschen programmieren. Und ein weiteres wichtiges Programm war für mich Blender als 3D-Modellierungsprogramm, weil sowas wie Summit, irgendwie diese ganzen Kästen und so weiter oder die CryOne, sowas gibt es halt nicht unbedingt als 3D-Modelle vorgefertigt. Und wenn die offiziell da auch nichts rausrücken wollen, ist ein bisschen doof, dann muss man das halt selber bauen. Also ich habe da hauptsächlich die beiden selber gebaut und nachher in der Anwendung selber auch, das kann ich dann aber dann nochmal erwähnen und nicht hinüberkippen, das müssen Sie nicht alles lesen, nur so viel, da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Zum einen noch ein paar weitere Programme wie Audioprogramme, Bildbearbeitungsprogramme und andere Code-Editoren und so weiter. Und da steht ja sowas wie Unity-Plugins. Bei Unity kann man grundsätzlich sagen, das ist nicht ein Programm, sondern mehr ein Cluster von ganz vielen Programmbestandteilen, Plugins und so weiter. Und da kann man sich extern auch noch Sachen dazu besorgen oder offiziell kaufen. Und da sind hier auch noch ein paar mit reingerutscht. Also manche sind aber nur 3D-Modelle, manche sind Erweiterungen, also die Unity weitere Funktionen beibringen, die man dann eventuell benötigt und so weiter. Müssen wir sich hier alles durchgehen, das wäre ein bisschen too much, aber nur, dass man mal sieht, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter als einfach nur ein Programm. Und nur, dass wir es einmal gesehen haben, nicht zum Erklären, aber nur einmal zum Sehen, so würde dann nachher der Unity-Editor aussehen. Also Sie haben nachher eine 3D-Umgebung, da bauen Sie Ihre Welt sozusagen. Wie das Endprodukt aussieht, das sehen wir dann gleich. Und da haben Sie zigtausende Ordner, Skripte, Verbindungen untereinander mit den Skripten und so weiter. Nur, dass Sie es einmal gesehen haben. Also es ist nicht so viel wie Magie, wie man denken möchte. Natürlich doch schon ein bisschen, aber naja. Und noch zu guter Letzt zur Struktur der Anwendung. Nur, dass wir einmal gleich nachvollziehen können, was da so passiert. Wir starten gleich im virtuellen Foyer des Computermuseums. Da werde ich auch nochmal erklären, warum. Und ja, von da können Sie sich entscheiden, ob Sie sich die CryOne oder Summit anschauen können. Und je nachdem dürfen Sie dann 4 Aufgaben bestreiten und nebenbei ein bisschen was lernen und ein bisschen hoffentlich unterhalten werden. Und danach landen Sie wieder direkt im Foyer und dann kann Ihnen die nächste Person im Computermuseum spielen. Oder man nimmt dann halt die andere Questreihe auch noch mit. Und speziell bei Summit habe ich noch ein Finale hinten dran gebaut. Aber da sage ich dann noch was zu, wenn es soweit ist. Und nun Fragen erstmal bis zu diesem Purgeplänkel, bis es zum Bewegtmaterial kommt. Keine eingeschlafen, alle sind bei mir, das ist super. Dann gucken wir doch mal hier. Video habe ich geöffnet, das ist gut. Dann können wir mal schauen, genau. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe Bewegtmaterial aufgenommen. Ich werde es so machen, dass wir das immer so ein Stück peu à peu so ein bisschen anschauen und analysieren. Ich stoppe immer zwischendurch mal so ein bisschen und erkläre dann was dazu, was so im Hintergrund da passiert. Denn logischerweise, man kann nur das hier sehen, was man eben sehen kann, aber nicht so recht, was da so im Hintergrund alles passiert. Und ja, deswegen erzähle ich da ein bisschen was zu. Müssen wir gucken, ob wir Ton haben. Ja, das sieht gut aus. Und man sieht hier schon, hier kann man hoffentlich ein bisschen das Foyer des Computermuseums schon erkennen. Hier so ein bisschen den FH-Campus nachgefaked. Und hier so im Hintergrund so ein bisschen der Tresen auf der rechten Seite. Nur so ein bisschen andere die Details, die man da so sehen kann. Offiziell kann man das Ganze hier auch noch beenden, ein bisschen was zum Rumwerfen. Und ja, erstmal zum Foyer. Warum ein virtuelles Foyer? Wir haben ja schon das echte. Da habe ich ein bisschen, oder habe ich mich dafür entschieden, weil ich nicht wollte, dass Menschen, die vielleicht noch nie eine VR-Brille aufhatten, dann setzen das Ding auf und werden vielleicht gleich erschrocken oder was weiß ich und kippen da gleich hinüber. Das wäre nicht so gut und deswegen erstmal eine vertraute Umgebung, die man hoffentlich dann gleich erstmal wiedererkennt, damit man sich so ein bisschen ja wieder einfinden kann und gucken, okay, das ist sehr ähnlich, aber dann natürlich doch ein bisschen anders, weil virtuell. Das ist erstmal so die grundsätzliche Entscheidung, ein bisschen abstrakter wird es gleich. Und man sieht hier auch schon, dass man hier so die Hände hat, die Controller werden hier nochmal so mit eingeblendet. Und da steht jetzt sowas wie Teleport. Und da muss man grundsätzlich sagen, wenn man so eine Anwendung erstellt, ist es immer ein bisschen problematisch, wenn man sich in der Anwendung bewegen soll. Wenn man da irgendwie durch eine Tasteneingabe sich einfach nur vorwärts bewegt. Und das heißt, die Umgebung
bewegt sich an einem vorbei, wie das halt nun mal so ist, ist es ein bisschen problematisch, weil sie am Raum stehen. Und das heißt, die Augen bekommen die Reize, sie bewegen sich vorwärts und ihre Gleichgewichtssinne sagen nö. Und dann wird ihnen schlecht. Und das nennt sich Motion Sickness. Das passiert eigentlich den meisten. Man kann sich ein bisschen daran gewöhnen, aber das ist halt trotzdem erstmal ein ungutes Gefühl. Und gerade wenn er da irgendwie man mit so einer VR-Brille mit dieser Anwendung anfängt, dann ist das wirklich ein bisschen too much. Und eine Möglichkeit, das zu umgehen, ist halt die Teleportation, wie man das hier schon erahnen kann. Und im Prinzip ist es so, sie haben da so eine Art Laserpointer und können zielen, wo sie hinwollen. Man sieht schon, das ist so ein bisschen rot, da dürfen sie nicht hin, aber auf diese Punkte dürfen sie. Und wenn man da sofort landet, dann kann einem halt nicht schlecht werden. Ne? Wenn man halt so einen kurzen Blink hat, ist halt wie einmal blinzeln. Und man sieht hier auch schon, hier sind immer so Anwendungsschilder und hier immer so eine kleine Vorschau, was man da gleich erwartet. Und ja, starten wir erstmal rein. Man sieht hier schon, das startet erstmal sehr reduziert und abstrakt. Das war natürlich auch Absicht. Denn wenn man sich mal so umschaut, das ist im Prinzip das, was ich eben schon sagte. Ich muss halt immer davon ausgehen, dass halt Menschen da nicht so technikaffin sind oder eben noch nie eine VR-Brille auf hatten. Und im Prinzip ist das alles so ein bisschen ein Tutorial. Man sieht hier auch schon, die Cray Wonders noch nicht zu sehen. Und wir wissen jetzt schon mal, teleportieren klappt schon. Ansonsten wären sie nicht hier. Und sie wissen auch schon, dass sie mit ihren virtuellen Händen irgendwie auf eine Taste drücken können, die natürlich in echt gar nicht da ist. Das heißt, sie können irgendwas auslösen. Und jetzt geht es ein bisschen weiter. Also man sieht hier schon so einen Teleportationspunkt. Das ist der einzige. Sie können nur dahin. Und man sieht hier schon so einen roten Knopf leuchten. Und wie wir das halt in Filmen und so weiter gelernt haben, roter Knopf oder Hebel sofort immer drücken. Da müssen wir halt immer sofort hin. Grundsätzlich kann man auch sagen, ich habe im Laufe der Anwendung ein Testing vorgeführt oder durchgeführt mit 10 Testpersonen und ich habe die alle spielen lassen. Kann ich gleich noch was zu sagen? Schau nach oben. Das ist die Cray One. Die erste erschien 1976 mit einer auf Skalar- und Vektorregistern basierenden Prozessorarchitektur. Tritt ruhig näher. Wird gleich heller. Das heißt, erstmal noch so ein bisschen anteasern. Und man hat hier auch schon was gehört, nämlich einen Sprecher, den ich noch nicht erwähnt habe. Das ist auch tatsächlich, man hört es ein bisschen kein Mensch, sondern eher ein sehr guter Screenreader, der nennt sich NotiVibes. Und ja, in der Erstellungsphase habe ich mich dazu entschieden, weil man halt sehr gut Texte austauschen kann. Man kann einfach Texte ändern, neu abspeichern, austauschen. Alternativ im Tonstudio müsste man halt immer wieder hinfahren und kurz mal was aufnehmen. Und gerade bei solchen Anwendungen ist es halt wichtig, wie lange da irgendwer quatscht nebenbei, weil dann später danach irgendwas ausgelöst werden muss. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden. Das kann halt so ein bisschen nebenbei laufen. Befindet sich im inneren Zylinder. Der äußere Ring beinhaltet das Kühlsystem. Die ungewöhnliche Form des 5,5 Tonnen schweren Supercomputers entsteht durch die maximale Kabellänge von 1,5 Metern innerhalb. Wir sind da. So, jetzt ist einiges passiert. Also mal ganz gut, wir haben ein bisschen mehr Licht, das heißt, man kann jetzt auch ein bisschen mehr erkennen. Hier im Beamer ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und ja, ich finde es eigentlich grundsätzlich halt ein bisschen oder faszinierend bei virtuellen Realitäten, dass man halt Umgebungen erschaffen kann, die sonst ein bisschen schwer möglich sind. Und deswegen starten wir halt erstmal sehr reduziert, eben so ein bisschen Tutorial-mäßig und es gibt möglichst wenig Ablenkung. Man tastet sich so ein bisschen ran, man darf irgendwie einen Schalter umlegen und so weiter, es passiert ein bisschen was, dann kommt der nächste Schalter, dann baut sich so ein komischer Fahrstuhl auf und dann landen wir hier. Der Fahrstuhl ist zum einen so ein bisschen ja, Unterhaltung, aber eigentlich ist er so ein bisschen rumgetrickst, damit der Sprecher kurz mal Zeit hat zu sabbeln, damit man sich nicht langweilt und einfach nur rumsteht. Und so hat man das Gefühl, dass halt irgendwas Sinnvolles passiert. Und was halt auch ganz nett ist, man hat halt das Gefühl, so ein bisschen im Fahrstuhl zu stehen und dann in so eine große Halle reinzukommen, aber natürlich steht man einfach nur im Computermuseum. So, das ist halt so der Hintergedanke. Und warum jetzt so eine komische Halle?
Bei der Cray One muss ich mal halt überlegen, weil das gibt halt über 80 Stück auf der Welt und ich kenne keinen spezifischen Ort, wo das Ding jetzt wirklich im Einsatz ist. Also natürlich ist es auch heute sowieso nicht mehr im Einsatz. Und da es halt so viele davon gab, habe ich dann überlegt, dass ich mehr die Inspiration, wo das Ding eingesetzt wurde, in eine industrielle Halle irgendwie mit reinbaue. Also passte für mich thematisch ganz gut und das ist auch in der virtuellen Realität ein ganz netter Eindruck, weil man halt auf einmal in einem riesigen Raum drin steht, der natürlich gar nicht da ist. Das heißt, so der Eindruck wird einfach so vergrößert. Und ja, man sieht hier schon, so ein Schild ist da aufgeploppt mit so einem kleinen auditiven Feedback. Das sind im Prinzip so meine Landmarken, damit man immer weiß, wo man als nächstes hin muss. Und da steht auch ein bisschen was drauf. Das werden wir jetzt nicht alles lesen. Das werden wir auch so on the fly nicht hinkriegen. Aber da stehen im Prinzip drauf, was man machen muss an den jeweiligen Stationen und natürlich so ein bisschen Hintergrundinformation. Und dann kommt halt noch der Sprecher mit dazu. Eine der Einsatzgebiete der Cray One war die Berechnung von Daten für Crashtest-Simulationen. Hier kannst du spaßeshalber einen durchführen, um die nächste Aufgabe freizuschalten. Bestes Geräusch. Ja, der Crashtest kann man natürlich vorweg sagen, das ist natürlich nicht wissenschaftlich akkurat. Also ein Crashtest, ein vernünftig durchgeführter, würde wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Aber darum geht es in der Anwendung auch nicht. Das ist hier in dem Fall ein bisschen mehr die Inspiration, dass es dafür eingesetzt wurde. Und deswegen darf man so nebenbei ein bisschen was ja, handwerklich machen. In dem Fall darf man jetzt ein bisschen was kombinieren und dann eben auch wieder sehen, dass man was auslösen kann und nebenbei eben erfahren, wofür das Ding eingesetzt wurde. Ja, also hier dann wirklich mehr so ein bisschen Unterhaltung und Inspiration, sag ich mal, finde ich halt auch immer wichtig, anstatt jetzt einfach nur langweilige Zahlen und Fakten, das ist für viele ein bisschen zu abstrakt, sondern einfach, dass man ein bisschen was zum Erleben hat. Darum geht es ja nachher auch ein bisschen im Computermuseum, weil die Leute, die sich das angeschaut haben und denen es gefallen hat, die würden dann halt auch anderen sagen, hey, da gibt es halt die und die Anwendung und das hat irgendwie Spaß gemacht und cool, da können wir dann nochmal hinfahren oder so. Das ist halt auch so ein bisschen der Hintergedanke. Achso, und kleine Anekdote, man hat es gerade vielleicht gesehen beim Hebel, da bin ich einmal kurz gestoppt. Und ich habe das Video halt bei mir zu Hause aufgenommen und meine Wohnzimmer ist leider nicht ganz so groß wie das hier. Und da bin ich dann irgendwie gegen meinen Computermonitor gekommen. Das sind dann halt immer so ein bisschen die Grenzen der Realität. Also ich habe bei mir zu Hause auch schon Sachen vom Regal geschmissen, das kann alles passieren. Ist immer Vorsicht geboten. Ein weiteres Einsatzgebiet war die Auswertungen von Seismogrammen für die Erdölindustrie. Hier kannst du dir einen Blick auf das Innere der Cray One freischalten, indem du Ölkanister in den Korb wirfst. Die Cray One war aufgrund ihrer Architektur besonders für die Berechnung von Zahlen und Vektoren geeignet. Werfen ist sehr schwer. Wunderbar, kehre nun zur Cray One zurück und entferne dort die farbig markierten Abdeckungen. Genau, hier auch nochmal eine Inspiration eben von der Erdölgeschichte, die ich vorhin erwähnt habe, auch nochmal so ein kleines Minispiel eher. Was ich vorhin angefangen hatte zu erzählen, also es gab halt ein Testing im Verlaufe der Entwicklung, also mit 10 Testpersonen, die das vorher noch nie gesehen hatten und die habe ich einfach das Ding in die Hand gedrückt und aufgesetzt und die durften es dann durchspielen, ohne dass ich irgendwas dazu gesagt habe. Denn im Museum, da sind zwar Menschen, die natürlich arbeiten, aber am besten ist es ja, wenn das für sich alleine laufen kann und man nicht immer unterbrechen muss und so weiter. Und ja, tatsächlich haben das alle durchgespielt. Ich glaube, die Hälfte davon hat auch noch nie eine VR-Brille auf. Also das hat ganz gut geklappt, aber da kommen dann halt auch solche Sachen raus, wie zum Beispiel der Korb, gerade eben, der war am Anfang viel kleiner, da ich das gewohnt war, habe ich das Ding immer getroffen, alle anderen überhaupt nicht. Und das ist natürlich doof, wenn man nämlich wirklich gar nicht mehr trifft, dann würde man es irgendwann auch nicht mehr durchspielen können. Und deswegen muss man das alles ein bisschen vereinfachen. Und ja, nach dieser kleinen Rundreise geht es dann auch wieder... Du kannst dich auf die gesamte schwarze Fläche teleportieren. Geht es dann auch wieder zurück zur Cray One, jetzt auch nochmal direkt ans Gerät. Jetzt kannst du einen Blick auf die Kühlanlage werfen. Im inneren Zylinder kannst du die Platinen betrachten.
Die Rechenleistung eines Top-Smartphones aus dem Jahr 2015 ist übrigens über 260 Mal schneller als die Cray One. Weitere Infos bekommst du an der letzten Station. Genau, hier haben wir dann auch nochmal so einen kleinen Vergleich. Das gleiche Smartphone, was ich vorhin schon erwähnt hatte, das habe ich auch zum Vergleich nochmal mit zur Berechnung rangezogen. Und ich sag mal, heutige Smartphones, die wir so bei uns tragen, die sind dann wahrscheinlich mehrere hundertmal schneller als die Cray One. Also hat sich schon krass weiterentwickelt, das Ganze. Und ja, hier sind wir nochmal direkt am Gerät. Ich habe mich dagegen entschieden, noch sehr viel mehr am Gerät selber zu machen. Weil das Problem ist, ich habe halt keine echte Cray One irgendwie zur Hand und ich weiß halt auch nicht im Detail, wie da was miteinander verbunden ist. Und wenn man da jetzt irgendwelche Steckaufgaben oder so hätte, das ist, glaube ich, ein bisschen too much, weil man soll ja nicht lernen, wie man so ein Ding repariert, sondern einfach ein bisschen was darüber erfahren, wie das Ding aussah, wofür es eingesetzt wurde. Ich glaube, dann reicht das dann auch irgendwann. Und zu guter Letzt gibt es noch ein paar Zusatzinformationen. Hier kann man sich das Ding auch nochmal anschauen, rumteleportieren, wie man möchte. Achso, und das hatte ich noch nicht erwähnt, wo wir es hier gerade im Bild haben. Die Kühlanlage, die Bilder, die sind ein bisschen getrickst, weil die stammen nämlich von der Cray XMP. Das steht hier auch auf dem Schild, was man nicht mehr lesen kann. Also das habe ich dann wirklich live mit Erlaubnis vom Rechenzentrum abfotografiert und dann eben als Textur da irgendwie so rangemogelt. Kann durchaus sein, dass hier die Kühlanlage nicht hundertprozentig so aussieht bei der Cray One, aber ob da jetzt ein Rohr mehr oder weniger oder links oder rechts, ich glaube, das ist irgendwann auch nicht mehr so wichtig. Ich glaube, ein Experte könnte das wahrscheinlich auch nicht auf on the fly unterscheiden. Von daher soll das genügen. Hier hast du die Möglichkeit, dir weitere Informationen freizuspielen oder zum Foyer des Computermuseums zurückzukehren. Knapp daneben. Ja, und hier nochmal zum Abschluss einfach nur ein paar Infoschilder mit so ein paar gesammelten Daten, die wir vorhin auch teilweise schon gesehen haben. Nur mit dem Unterschied, dass man ein bisschen was dafür machen muss. Da wird auch nicht viel zu gesagt, aber eigentlich haben das alle Testprobanden nachher hinbekommen. Irgendwelche bunten Würfel und man muss die Farben zuordnen. Ich glaube, das ist relativ intuitiv. An der Stelle könnte man auch tatsächlich was falsch machen. Man kann die Würfel wegwerfen, dann hat man halt Pech gehabt. Also in dem Fall bekommt man keine neuen. An anderer Stelle habe ich dann noch ein bisschen für mehr Sicherheit gesorgt. Aber das hat tatsächlich nachher bei allen funktioniert. Und ja, hier können wir uns nochmal umschauen. So sieht das Ganze im Ganzen aus. Und dann geht es auch schon wieder zurück zum Foyer. Erstmal zu der ersten Hälfte Fragen. Spezifische zu dem, was da so an bunten Dingen passiert ist. Da ist eine Frage. Wie lange dauert das faktisch, das einmal durchzuspielen, jetzt nur für die Cray? Nur für die Cray schwer zu sagen. Also ich kann sagen, alle Testprobanden waren im Mittel bei 15 Minuten für alles zusammen. Ja, das ist halt sehr unterschiedlich. Man kann da in 3 Minuten durch sein, man kann auch 15 Minuten brauchen. Also ich hatte einen Testprobanden, der hat bei jeder... Also der ist auch Student und weiß ein bisschen, worum es geht. Und der hat dann wirklich versucht, das alles kaputt zu spielen und da Sachen mitzunehmen, wo also alles so zu benutzen, wie es man das halt nicht möchte. Weil das ist halt immer das Problem, wenn man sowas entwickelt. Man selbst, da man das selber gemacht hat, kennt man alles auswendig. Und deswegen muss man sich immer in andere hineinversetzen. Und man glaubt gar nicht, auf was für abgefahrene Ideen die anderen kommen. Ja, das ist halt leider so. Aber so 3 Minuten kann es dauern, kann 10 Minuten dauern. Ja, sehr unterschiedlich. Ja, genau. Genau. Ja, also wenn alle spielen wollen, dann kann es ein bisschen dauern. Na, deswegen habe ich es halt modular gemacht. Also das heißt, eine Person könnte halt die Cray spielen, die andere Person könnte Summit spielen. Na, deswegen kann man sich ein bisschen abwechseln, aber lässt sich nicht so ganz vermeiden. Ich hätte die Anwendung natürlich auch deutlich kürzer machen können. Aber das war mir dann irgendwie auch ein bisschen zu wenig für so ein großes Projekt. Und ja, im Foyer kann man selber auch noch ein bisschen Quatsch machen. Die Easter Eggs natürlich. Bitte nicht im echten Museum nachmachen. Da kommen dann die Polizei und andere böse Menschen. Aber hier ist es dann halt irrelevant. Aber ich glaube, da ist auch keine Testperson drauf gekommen, dass man das machen kann. Einfach so die kleinen Details. Ja, und weiter geht es zur Summit. Wollen wir mal gucken, dass man das gleich wiedererkennen kann. Hier auch schon mal so eine kleine Miniaturvorschau. Willkommen. Finde am Globus heraus, wo sich Summit befindet.
Und ja, hier ähnlich wie bei der anderen Geschichte, erstmal sehr abstrakt, also es gibt fast nichts zu sehen, deswegen hier so als Kontrast weiße Umgebung und es gibt hier nur einen Globus, auch wieder einfach ein Tutorial, wo man erstmal lernen muss, dass man irgendwie interagieren muss. Und hier darf man dann dementsprechend erstmal feststellen, wo sich Summit befindet. Ich hätte natürlich auch sofort irgendwie einen in den Raum reinstellen können, aber das war mir dann auch zu langweilig. Deswegen habe ich mir da was einfallen lassen. Vollkommen richtig. Summit befindet sich im Oak Ridge Laboratory in Tennessee, USA, wo er 2018 installiert wurde. Und das hier ist Summit. Ist etwas laut hier. Vielleicht solltest du dir einen Ohrenschutz besorgen. Schwupp, ja, schon wieder sehr viel passiert. Ja, so mit diesem Intro fand ich das irgendwie ein bisschen aufregender und ich wollte das irgendwie mal ausprobieren, wie das wirkt, wenn man in so einem Raum, also in der VR drinsteht und sich da so einen Raum aufbaut. Wer von Ihnen errät, aus welchem Film das gerade inspiriert sein könnte? Ja, genau, Matrix war es. Vielleicht erinnern Sie sich da, weiße Umgebung und dann kommt irgendwie sowas angeschossen gegen Ende. Irgendwie habe ich mir das so ein bisschen rausgemogelt. Aber natürlich selber gemacht. Also ich glaube, hier sind über 270 Animationen oder so drin. Das war ein ziemliches Abgeaste, zumal am Anfang halt, also mir war es in dem Fall wichtig, dass der Raum schon so fertig aufgebaut ist, wie er jetzt steht. Und im Prinzip ist dann nachher alles ausgeblendet und sobald es eingeblendet wird, wird es rein animiert. Das ist dann schwer zu erklären. Und auf jeden Fall, was man gerade schon sehr gehört hat, dieses tolle Geräusch, dieser Krach, das ist tatsächlich die Original-Kühlanlage von Summit, also es ist das Original-Sound. Den habe ich tatsächlich irgendwie in einem YouTube-Video gefunden, wo sie da mit der Kamera durchgegangen sind und man hört schon, das ist halt unangenehm laut. Das ist schon besser. Die Lautstärke entsteht hauptsächlich durch die Kühlanlage, welche 18.000 Liter Wasser pro Minute durch die Anlage pumpt, um der Abwärme der 13 Megawatt Leistung entgegenzuwirken. Der Raum, in dem du stehst, hat in etwa die Größe von 2 Tennisfeldern. In ihm sind Glasfaserkabel mit einer Gesamtlänge von 300 Kilometern verlegt. So, man hört ja schon alles wieder, so ein paar Daten, über die wir vorhin schon gesprochen haben, wie ich die da so alle rein verbaut habe und irgendwie eingesetzt habe. Und ja, das, was ich vorhin schon erwähnt habe mit dieser lauten Kühlanlage, hier muss man sich dann halt erstmal einen Ohrenschutz aufsetzen, damit man überhaupt so ein Gefühl dafür bekommt, weil das würde man auch wahrscheinlich schon außerhalb schon machen, bevor man in diesen Raum reingeht. Man hat ja gehört, so wirklich schön hört sich das ja nicht an, aber da geht es halt wirklich nur um Leistung, nicht darum, dass das irgendwie flüsterleise unter dem Computer, unter dem Schreibtisch irgendwie vor sich hin werkelt. Und als nächstes schauen wir uns mal an, wie diese Racks aufgebaut sind, diese Serverschränke. Dieser schwarze Schrank vor dir nennt sich Rack. Summit besteht aus 256 davon. In jedem befinden sich 18 Nodes. Hier kannst du eine der Nodes einsetzen. Wunderbar, die läuft wieder. Jede dieser Nodes beinhaltet 2 Prozessoren, 6 Grafikkarten und 600 GB Arbeitsspeicher. Damit hat Summit mehr als 27.000 Grafikkarten und 9.200 Prozessoren. Ab zur nächsten Station. Genau, noch ein Wort dazu. Also hier soll man natürlich offensichtlich nochmal kennenlernen, wie die Dinger so aufgebaut sind. Das ist nicht so aufregend. Einfach schwarze Kästen mit unglaublich vielen Kabeln drin und dann halt diese 18 Schubladen da drin. Und wenn man jetzt eben so Techniker wäre und da ist jetzt irgendwie was ausgefallen, dann würde man da reingehen, halt sich so eine Schublade rausnehmen, schon eine funktionelle reinschieben, anschließen und dann wird das andere Ding, was da nicht funktioniert, irgendwie ganz in Ruhe repariert. Und hier eine ganz interessante Anekdote, weil man kann halt hier eben ja in der ganzen Anwendung eben sehen, was man eben alles sehen soll, aber nicht, was so im Hintergrund werkelt.
Und hier ist mir was beim Testing aufgefallen, weil mir ist diese Schublade halt mehrfach runtergefallen. Und das Problem ist, da müssen Sie halt sich bücken und das Ding aufheben. Das ist noch nicht ganz so schlimm. Das Problem ist, diese Objekte, die werden halt so ein bisschen an die Hand rangeklippt, damit das auch so aussieht, als wenn Sie die richtig greifen. Das Problem ist, diese Schublade, diese Note ist halt sehr lang. Und wenn Sie sich bücken, dann sind Sie im Winkel so, dass das Ding unter den Boden zeigt. Und leider gewinnt der Boden dann. Und das heißt, diese Schublade fällt unter den Boden und dann ist sie weg. Und dann können Sie leider nicht mehr weitermachen. Das ist ein bisschen doof. So was fällt dann halt dann irgendwann auf. Also in dem Fall wird jetzt hier überprüft unter dem Boden, ob diese Schublade da durchfällt. Und wenn das passiert, dann bekommen sie halt eine neue. So nett ist das Ganze dann doch, weil das auch ein paar anderen nachher passiert ist. Aber das sind so Sachen, da kommt man halt auch nicht unbedingt drauf. Hätte man sicherlich auch noch irgendwie anders lösen können. Aber ja, auf sowas muss man immer so ein bisschen achten, damit man sich das Spiel nicht ganz kaputt machen kann. Also irgendwer wird es bestimmt eines Tages schaffen. Aber das ist dann so. Und jetzt kommen wir nochmal zur Leistung. Wie viele Smartphones benötigt man wohl, um eine theoretische Rechenleistung von Summit zu erreichen? Denn diesen Vergleich, den habe ich hier mal so ein bisschen visualisiert. Da haben wir auch wieder so einen ganz unauffälligen Hebel. Ganz recht. Man benötigt mehr als 5,74 Milliarden Smartphones aus dem Jahr 2015. Aneinandergereiht reicht die Strecke von mehr als 800.000 Kilometern damit einmal zum Mond und zurück. Die letzte Station wurde freigeschaltet. Genau, hier nochmal eben in schlicht, einfach wie lang so eine Schlange von Smartphones irgendwie wäre. Natürlich auch wieder sehr konstruiert gegenübergestellt, aber man hat so eine Vorstellung, dass es schon sehr, sehr viel wäre. Und die Anzahl der PlayStation 4, die ich vorhin auch schon erwähnt hatte, die befindet sich auf dem Schild, wenn man sich das in Ruhe nochmal durchlesen möchte, während man das Ganze dann spielt. Aber so hat man dann so eine in etwa Idee, dass das Ding auf jeden Fall dann doch ganz schön schnell ist. Die letzte Aufgabe kennen wir im Prinzip schon in ähnlicher Form. Da gibt es ja nochmal so ein paar Daten. Hier bekommst du noch einige Informationen zu der Ausstattung von Summit oder du kannst zum Finale springen. Bis dahin kannst du dir auch noch Summit anschauen. Du kannst nun fast überall teleportieren. Genau. Und dann hier auch noch mal ein bisschen was zum Durchlesen. Und jetzt kann man fast eben sich überall teleportieren und sich das ganze Ding anschauen. Wobei die Serverschränke ändern sich nicht großartig. Also es gibt im Prinzip zwei verschiedene Designs, da war ich zu schnell, ja, dann eben dementsprechend den Aufbau, den wir vorhin schon am Anfang dieser einen Grafik gesehen haben. Was ich schon am Anfang erwähnt hatte, dass ich eben im Blender das Ganze gebaut hatte. Hier sieht man so das finale Resultat. Also ich habe jetzt nicht alle Schränke einzeln gebaut, sondern eben zwei verschiedene Designs, weil eine haben noch so eine optische Geschichte an der Seite, die sind dann ein klein bisschen anders. Und ich habe versucht, sie so zu bauen, dass sie möglichst nicht so viel Performance kosten. Also man hat vorhin schon gesehen, dass selbst mein NASA-Rechner zu Hause da schon Schwierigkeiten hat, wenn er das abspielen soll und zeitgleich dieses Video noch mit aufnehmen. Das kostet schon einigermaßen Leistung, weil da gerade bei dieser Raumanimation relativ viel gleichzeitig passiert. Und ja, erstmal zum Finale, das muss ich hier vorwegnehmen. Das Problem bei Summit ist halt, dass es ein ungleich komplexeres Gerät ist. Es ist halt moderner und größer und so weiter. Und wir haben jetzt hier die ganze Zeit so ein bisschen gelernt, wie das Ding aufgebaut ist und wie schnell es ist. Aber noch nicht darüber gesprochen, wofür es eigentlich eingesetzt wird. Und deswegen habe ich hier mich dazu entschieden, das nochmal in so ein kleines Finale auszulagern. Und da muss ich dann auch gleich ruhig sein, weil der Sprecher da ein bisschen was zu sagen hat. Noch ein paar Worte zu den Einsatzgebieten von Summit. Aufgrund der beeindruckenden Leistung kann Summit komplizierteste astrophysische Berechnungen durchführen. Im Detail geht es darum, wie Sterne leben und sterben und was für Elemente dabei entstehen können. Ein weiterer Bereich ist die Medizin. Summit berechnet die molekularen Interaktionen innerhalb einer menschlichen Zelle, unterstützt bei der Krebsforschung oder bei der Proteinberechnung des Covid-19-Virus. Darüber hinaus wird Summit bei der Berechnung von virtuellen Plasmafusionsreaktoren genutzt, welche eines Tages vielleicht einmal Energie für die Menschen produzieren können. Untersucht wird auch die exakte Berechnung und das Verhalten von turbulenten Strömungen in Gasturbinen oder Automotoren. Bereits im Jahr 2020 wurde Summit als schnellster Supercomputer abgelöst. Die Zukunft wird zeigen, wie weit wir Menschen und unsere Technik sich entwickeln werden.
So, zurück sind wir. Genau, nochmal zum Finale ganz kurz. Ja, da habe ich das eben nochmal so ein bisschen den Sprecher erledigen lassen und ich habe hier auch davon abgesehen, da nochmal irgendwelche Aufgaben machen zu lassen, weil wenn man da irgendwie so im All steht, ist das so ein bisschen schon sehr abstrakt. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen und ich wollte, dass beide Anwendungen möglichst, also beide Questlines möglichst gleichwertig da sind, also dass sie nicht so unterschiedlich lange dauern. Und ja, hier hat man dann nochmal ein bisschen was zum Gucken. Hier kann man auch so ein, zwei Anekdoten anführen, was in der Entwicklung eventuell alles schiefgehen kann. Zum einen haben wir ja beim Supercomputer eben gesehen, dass diese große gelbe Lüftungsanlage, die ich da angedeutet habe, die habe ich in dem Fall fast komplett selber gebaut. Also ich hatte ein paar Assets, die ich dafür benutzen konnte, aber zusammengebaut habe ich das Ding nachher selber. Und irgendwann ist mir da so mittendrin was kaputt gegangen, was ich nicht mehr reparieren konnte durch ein altes Backup. Also muss ich das Ding nochmal bauen. Und das hat ja sehr, sehr viele Stunden verschlungen, aber irgendwie wollte ich das schon einigermaßen akkurat, wobei man sagen muss, die Belüftungsanlage ist eigentlich noch viel komplexer, da sind noch viel mehr Schläuche und so weiter. Aber ich glaube, so zur Andeutung ist es ausreichend. Man kann ja sehen, was es eigentlich darstellen soll. Und eine zweite Geschichte, die hat man gerade bei dieser Erdkugel gesehen. Da hatte ich am Anfang ein 3D-Objekt, das hier war jetzt kein 3D-Objekt, von der Erde mit einer gigantischen 64K-Auflösung. Und das habe ich mir dann da irgendwie alles hingebaut, dass man da wirklich daneben steht, das alles ausprobiert und nachher in der finalen Anwendung hat es dann auch wieder nicht geklappt. Also irgendwas ist da wieder kaputt gegangen und das ist jetzt im Prinzip eine Skybox, also wirklich eine Rundum-Textur, wenn Sie so wollen, nur eben sehr hochauflösend und in dem Fall für den Zweck reicht es völlig. Und so wird dann eben nochmal so ein bisschen erzählt, wofür das Ding eingesetzt wird. Ich habe auch hier überlegt, ob ich noch mehr ins Detail gehe, aber was ich da so an wissenschaftlichen Dokumenten gefunden habe, die drehen sich dann immer um das, worum es dann nachher da wirklich ging, also hier Plasma-Reaktion oder was auch immer. Und ja, wenn man da so reingeht, dann geht es halt eher um die wissenschaftliche Untersuchung selbst, aber natürlich nicht um Summit. Da steht dann vielleicht am Rand, das wurde zur Berechnung benutzt, aber das war es auch. Und da würde ich mich dann einfach zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, das würde ein bisschen zu weit führen, weil letztendlich soll es ja um den Supercomputer selber gehen. Und ja, eine letzte Geschichte noch, die hier nicht zu sehen ist, obwohl ich sie gerne drin gehabt hätte. Ich habe unglaublich viel Zeit investiert, damit man außen richtig schöne Wolken sehen kann. Fragen Sie mich nicht warum, ich wollte das irgendwie einfach schick haben, dass man da so ein bisschen Atmosphäre rein hat und ich hatte mir dafür extra ein Wolken-Asset besorgt, womit man dann Wolken produzieren kann und dann da viel rumexperimentiert, das sah nachher toll aus, aber in dem finalen Bild, also in dem, was wir hier sehen, also das finale Spiel, kriege ich es einfach nicht mit rüber. Ich kann es mir nur im Editor angucken, ich weiß nicht warum, das heißt, das ist nachher auch unter den Tisch gefallen, aber nachher sagt man sich dann auch, ja gut, dann ist es halt so, viele Stunden, die da rein versenkt wurden, aber die niemand sieht, aber naja. So ist es halt bei solchen Geschichten. Und dann sind wir hier soweit auch so gut wie durch. Die letzten Sekunden nochmal gucken. Genau, hier ist alles wieder zurückgesetzt, alle Scheiben wieder heile. Das heißt, jetzt kann die nächste Person loslegen. Und dann würde ich sagen, erstmal danke soweit fürs Zuhören. Und wenn noch Fragen bestehen, immer gerne. Danke, danke. Eine Frage. Ja, ich habe eine Frage und zwar Gray und Summit sind ja nur Computer, die auf Halbleitertechnik basieren. Mhm. Das heißt, auch da über die letzten Jahrzehnte kann man ja sehen, dass die Schichtdicken der PN-Übergänge immer geringer werden. Nanobereich und so weiter und so fort. Weil man ansonsten die Verlustleistung nicht wegkriegt. Ich meine, man kann ab und zu schon mal in der Presse etwas von Quantencomputern lesen, wenn man dann immer mal ein bisschen recherchiert, findet man nicht allzu viel darüber. Mhm. Können Sie das mal kurz anreißen vielleicht? Ja. Wie da die Zukunft? Ich meine, der Summit ist ja nun riesengroß, auch, ich meine, die Verlustleistung ist ja nicht ganz ohne. Ja, ja, ja. Und ich meine, man hört immer wieder, dass Quantencomputer zwar aufwendig sind, aber eventuell mit einem Teil dieser Leistung nur zurechtkommen. Ja, ja, genau. Und vor allem entschieden schneller sein soll. Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Im Prinzip alles, was wir jetzt gesehen haben, basiert halt auf Halbleitertechnik und im Prinzip geht es halt um diese binären Grundlagen, also Einsen und Nullen. Das ist halt auch heute noch die Grundlage, egal ob Summit oder Smartphone oder Cray One. Das ist halt das, was nachher so die unterste Basis nachher ist.
Und man sieht halt jetzt allein an dem Vergleich zwischen diesen beiden Supercomputern, wie weit man damit kommen kann. Das wird auch noch eine Weile so weitergehen. Aber stimmt schon, der Stromverbrauch und so weiter steigt. Auch Grafikkarten, selbst im heimischen Computer, das sind halt immer mächtigere Dinger mit riesigen Kühlkörper. Auf der anderen Seite so mit der Chipfertigung. Wir kommen halt in immer kleinere Nanobereiche rein. Ich glaube, über 5 Nanometer sind wir teilweise schon. Und das sorgt dann wiederum dafür, dass die Dinger weniger Abwärme produzieren, aber unendlich weiter wird es halt irgendwann nicht mehr gehen. Und die Frage war so Richtung, was machen denn jetzt eigentlich Quantencomputer? Und ja, soweit ich weiß, Quantencomputer gibt es schon in Laborumgebungen. Die funktionieren auch, aber eben halt in Laborumgebungen mit einer sehr hohen Fehlerquote. Und im Prinzip ist so der Grundgedanke bei Quantencomputern, dass diese Beschränkung auf Einsen und Nullen aufhört, sondern es ist mehr so, dass sie unglaublich viele Zustände fast zeitgleich haben können. Und das heißt, die gesamten Grundvoraussetzungen für Computer ändern sich im Prinzip. Und ja, der Gedanke zur Zukunft, wie das so weitergeht, also das wäre halt so einer der Durchbrüche, was technische Entwicklung angeht. Also wenn das gelingt, dass wir die Dinger mit möglichst geringer Fehlertoleranz irgendwie einsetzen können, dann würde sich halt das gesamte Technikleben ändern. Auf einmal würde der Stromverbrauch übersinken. Wir hätten wahrscheinlich das, was in einem Smartphone drinsteckt, wäre nachher so von der Leistung das, was Summit vorsichtig ausgedrückt könnte. Also das wäre ein gigantischer Sprung, der da halt weitergehen würde. Ja, also was ich gerade gesagt habe, ist nicht wissenschaftlich fundiert, aber ja, der Grundgedanke ist, das würde halt einen riesigen Sprung auf jeden Fall machen. Und würde uns natürlich helfen, weil alles, was wir an Computern haben, was das an Strom verbraucht, das wäre natürlich doch schon praktisch, wenn wir das ein bisschen runterdrücken könnten, weil mit Energiewende und so weiter, also was wir an Strom verbrauchen, ist ein riesiges Thema. Wir werden auf jeden Fall immer mehr Energie benötigen. Ja, und wenn man dann jetzt noch an die Erneuerbaren und so weiter denkt und was das für Diskussionen auslöst, dann alles, was irgendwie weniger Strom produziert, immer gerne. Und ja, hoffentlich beantworte die Frage. Sehr gut. Weitere Fragen? Denn, falls nicht, bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Und ja, ich bin noch ein bisschen hier. Manu, sagen vielen Dank. Ich habe zu danken. Stunden für uns alle. Ja. Und wir würden uns freuen, wir hätten ja dieses Jahr am 10. Juni eigentlich unser 10. Jubiläum des Computermuseums feiern wollen. Corona hatte was dagegen, wir werden es nächstes Jahr 22 nachholen und hoffen ganz doll, dass du dann wieder diesen Vortrag wiederholst. Ja, ist ja schon alles fertig. Wunderbar. Ja. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, vielen Dank. Dann nochmal von Herrn Schack, der hatte noch einen weiteren Abendtermin. Ich will nochmal vielen Dank sagen, dass Sie gekommen sind. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.